So, Mosh-Fans, es hat geklappt. Die Lita Ford ist nach ihrem Gig hierher zu uns runter in den Backstage-Bereich gekommen und ist noch bereit, ein Interview zu führen. Und das muss man ihr eigentlich unheimlich hoch anerkennen, denn nach so einer Show ist man kaputt. Und wie ihr gesehen habt, war das die super Show überhaupt von Lita Ford. Ich selber muss sagen, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass sie so wahnsinnig gut auf der Bühne ist. Ja, und damit will ich auch beginnen. Hi Lita. Hi. So, first congratulations to your Gratulation zu deinem heutigen Gig. Wie hast du dich heute gefühlt? Es muss doch toll gewesen sein, oder? Es war wundervoll, wundervoll heute Abend. Ein wirklich fantastisches Publikum und auch die Tour überhaupt ist fantastisch. Bon Jovi ist wirklich toll. Nicht nur der Auftritt von heute ist gut gewesen. Du hast auch großen Erfolg mit deinem neuen Album Lita. Aber es hat sehr lange gedauert mit dem Erfolg in deiner Karriere. Es gab viele Höhen und Tiefen. Glaubst du, du hast nun den Durchbruch geschafft? Sozusagen bist du nun am Höhepunkt deiner Karriere? Ich denke, ich bin gerade dabei, zum Höhepunkt der Karriere zu kommen. Es ist ein langer, harter Weg mit viel Arbeit. Es klappt nicht über Nacht. Ich brauchte ein paar Jahre, um zum Highlight meiner Karriere zu kommen. Aber das ist, glaube ich, wirklich jetzt. Du warst in Amerika auf Tour, soviel ich weiß, mit Yngwie Malmsteen, Ted Nugent, Poison und nun in Europa mit Bon Jovi. Gibt es Unterschiede zwischen den Touren in Amerika und in Europa? Wir haben in Amerika seit April getourt und haben ein großes Publikum erreicht. Und das neue Album wurde dort über 1 Million Mal verkauft. Nun, hier in Deutschland, England und in Skandinavien, da ist es nicht so populär. Warum? Wir haben bisher noch nicht hier getourt mit dem Album. Bis jetzt zu dieser Tour mit Bon Jovi. Und nun wird mein Album auch hier sehr erfolgreich. War es eigentlich wichtig für dich und deine Karriere, dass du halt eine Frau bist? Wie wichtig das für meine Karriere ist, dass ich eine Frau bin? Warum diese Frage? Schau, meine Fingernägel sind kurz. Okay, weil du Gitarre spielst, aber was ist mit deinem Video? Ich kann mich nicht in der gleichen Kabine wie die Männer umziehen. Ich könnte, aber meine alte Band kickt my ass. Und ich kann keine hohen Absätze auf der Bühne anziehen. Okay, lassen wir das, reden wir nicht drüber. Du hattest einige Probleme mit deinem Management und nun wirst du von Sharon Osbourne gemanagt. Auch eine Frau also. Ist es einfacher für dich, mit Frauen zusammenzuarbeiten? Bei mir kommt es darauf an, ob ich mit jemandem arbeiten kann. Und er muss die gleichen Dinge verstehen können, die ich verstehe. Und Sharon und ich, wir sind irgendwie gleich. Wir haben eine gute Beziehung zueinander. In den letzten Jahren hast du zum Beispiel mit Ozzy Osbourne zusammengearbeitet. Er schrieb, glaube ich, einen Song für dich, stimmt das? Lemmy und Nixie Six auch. Und willst du das weiterhin mit ihm zusammenarbeiten, fortsetzen? Lemmy und Ozzy haben nicht direkt für mich einen Song geschrieben, sondern wir haben zusammengearbeitet. Und willst du das nun weiter fortsetzen? Also das heißt, eine Zusammenarbeit mit anderen Musikern? Ich arbeite gerne mit anderen Songschreibern zusammen, weil ich von ihnen lernen kann. Und das ist das Einzigste. Du kannst richtig von ihnen lernen und setzt das in deine eigenen Sachen um. Was macht Lita Ford im anstehenden Jahr? Was macht Lita Ford? Wir gehen zurück nach Los Angeles, wo wir alle leben. Und wir werden beginnen, ein neues Album zu schreiben mit Mike Chapman. Und ich werde auch mit anderen Leuten zusammenschreiben, aber ich weiß noch nicht mit wem. Und das Album kommt dann im Sommer 89. Okay. Ich würde sagen, das war für euch eine ganze Menge Informationen von Lita Ford selber. Wir wollen jetzt zurück zur Bühne gehen, und zwar zum letzten Song, den Lita für euch gespielt hat. Hier ist noch die Zugabe, okay, we're going back to stage and you have to say the last song you played. Oh, hey, Kiss Me Deadly. Okay, für euch Kiss Me Deadly und Lita Ford.